Ja, Hallöchen, ihr Lieben. Ich grüße euch zu einem weiteren Video. Und zwar seht ihr mich heute komplett ungeschminkt. Das hat auch einen Grund, denn ich bin von der lieben Linama89 getaggt worden. Und der Tag schimpft sich: Wie viel ist mein Gesicht wert? Wahrscheinlich, der geht schon länger rum und den kennen bestimmt schon einige von euch. Ich finde den selber auch sehr, sehr interessant und habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, als ich getaggt worden bin. Deshalb ganz, ganz lieben Dank an dich, liebe Linama, ja, dass du mich getaggt hast, an mich gedacht hast. Das hat mich sehr gefreut und natürlich mache ich gerne mit. Ich verlinke von der lieben Linama89 den Kanal hier unter dem Video. Also schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Das ist auch eine ganz, ganz liebe, nette und die macht wirklich auch ganz tolle Videos. Da wird sie sich mit Sicherheit sehr freuen. Ja, ich denke, wir starten. Und zwar dachte ich mir, halte ich jetzt nicht nur die Produkte in die Kamera, mit denen ich mich schminke. Ich muss auch dazu sagen, dass es halt nicht immer gleich ist, ne? Also ich schmink mich ja nicht jeden Tag mit den gleichen Produkten. Zum Beispiel benutze ich im Moment jetzt keine richtige Foundation, Flüssigfoundation, sondern eine BB-Cream. Und deshalb variiert das natürlich auch schon mal mit den Preisen. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal das, womit ich mich im Moment sehr auch häufig schminke. Und ja, und dann wollen wir mal gucken. Ich bin selber sehr, sehr gespannt, was am Ende für eine Summe rauskommt. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit. So ein kleines Get Ready. Und dann am Ende, ja, rechnen wir zusammen. Thank you.
Jetzt haben wir gesehen, oder ihr habt jetzt gesehen, was ich für Produkte verwendet habe. Die benutze ich wirklich sehr, sehr häufig. Natürlich variieren, gerade bei Lidschatten variiert das bei mir auch sehr häufig. Da greife ich dann zu unterschiedlichen Produkten, aber hier zur Art Deko greife ich sehr, sehr häufig. Ja, weil ich Art Deko relativ preis-leistungsmäßig sehr, sehr gut finde. Das hier oben war mein Augenbrauenpuder, was ihr gesehen habt. Das benutze ich sehr gerne zum Auffüllen meiner Augenbrauen. Ja, ich denke mal, was das Ganze den Gesamtpreis nach oben getrieben hat, wird wahrscheinlich der MAC Blush hier sein. Und natürlich mein Anayake Concealer Stift. Aber ich sag mal so, ich denke mal, ich werde euch jetzt den Gesamtpreis, wie viel mein Gesicht heute wert ist, einblenden. Tata! Ja, und ich denke einfach mal, das geht in Ordnung. Und ja, wie gesagt, ich finde diese Art von Text sehr, sehr interessant, einfach um zu schauen, was benutzt der jetzt für Produkte. Und deshalb danke ich dir nochmal, liebe Linama89, dass ich mitmachen durfte, dass du mich getaggt hast. Ich würde auch gerne jetzt noch 4 Leute taggen. Natürlich dürft ihr alle gerne, wer die Möglichkeit hat, mitmachen bei dem Tag und mir auch eine Videoantwort schicken. Darüber freue ich mich natürlich. Aber im Speziellen würde ich gerne 4 Leute taggen. Und zwar einmal die liebe Romy Glücksbärchi. Fühl dich getaggt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mitmachst. Und dann die liebe Coral Pretty Pink oder, ja, wie darf ich dich aussprechen? Ich sage jetzt mal Coral Pretty Pink. Von dir würde ich den Tag auch sehr, sehr gerne sehen. Dann von der Loves Being a Woman und von der lieben Pearl McCoy. Also die 4, fühlt euch getaggt von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Und in diesem Sinne, ja, bedanke ich mich bei meinen Zuschauern. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis bald, eure Nadine.